Willkommen bei Tacheles mit Röper und Stein, liebe Zuschauer. Es ist wieder soweit, 2 Wochen sind vorbei und wir gucken auf die ganzen Ereignisse, die Geschehnisse, die Sie in den deutschen Medien nicht erfahren. Das erfahren Sie jetzt dann hier. Wir gucken natürlich auf die jetzt seit 2 Wochen laufende Großoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Wir schauen nach Amerika, wir schauen auf das Air Defender-Manöver der deutschen Luftwaffe in Verbindung mit den NATO-Streitkräften. Also es gibt allerhand zu besprechen. Das gibt es jetzt wie gewohnt alle 2 Wochen kompakt bei Tacheles mit Röper und Stein. Und hier kommt sage und schreibe schon die 112. Ausgabe. Bitteschön. Thomas, grüß dich. Und du musst jetzt gar nicht schnell aufrauchen, sondern nimm dir ruhig die Zeit für deine Kippe. Grüß dich erstmal. Ja, hallo. Dass du die Einleitung durchgesprochen brichst, ohne dich zu verplappern, das hatte ich ja gar nicht erwartet. Normalerweise kann ich auch nur eine rauchen, wenn du 6 Versuche machst. 35 Mal. 35 Mal muss ich das jetzt üben. Aber jetzt bin ich echt fertig. Air Defender haben wir gar nicht auf dem Zettel. Was willst du mir denn da erzählen? Das haben wir jetzt gar nicht vorbereitet. Ich würde gerne wissen, was da halt in dem Medienbereich, den du konsultierst, also sprich russischsprachige Medien, was da denn über diese groß angelegte Luftwaffenübung berichtet wird, weil hier ist es ja, naja, sagen wir jetzt mal nicht das größte Thema, aber es ist schon spürbar. Ich habe gestern tatsächlich auch hier in München eine Turbine gehört, die kein normales Verkehrsflugzeug war, in meinem normalen Rundgang durch den Wald. Da waren also dann auch Jets unterwegs, obwohl die Zone der südlichen Manöver eigentlich wo ganz anders ist. Ja? Also die sind da auch von A nach B unterwegs, habe ich gehört. Du, den Russen ist das ziemlich egal, wirst dich wundern. Das ist hier kaum Thema. Tatsächlich. Das ist ja euer Luftraum, der eingeschränkt ist. Und die NATO macht ständig Manöver direkt in den russischen Grenzen. Ja, wurde berichtet, gibt es das Manöver, aber es den Russen ist Routine. Ne? Für die Russen ist es Routine, dass die NATO ständig an deren Grenzen Manöver spielt. Diesmal ist es ja nicht mal richtig an der Grenze. Die Russen beobachten die Manöver wie jedes Mal. Also ist jetzt für Russland kein großes Thema. Und als du gestern mit Shoigu beim Kaffee warst, hat er dir nichts erzählt, oder? Ja, nee, irgendwie nicht. Der war nicht gesprächig. Der hat ja Putin immer angerufen und genervt und das ging nicht. Okay, also hast wenig Kontakt mit ihm zurzeit. Ja, ja, ja. Ironie-Modus off. Natürlich hast du keinen Kontakt zum russischen Verteidigungsminister, aber ich denke mal doch, dass die Russen das auch nicht unbemerkt, nicht unberührt lässt, wenn da 250 Flugzeuge plus 10.000 Soldaten anfangen da gegen einen Angriff aus dem Osten zu trainieren. Ja. Das machen die da ständig. Wie gesagt, die spielen ständig Krieg an der russischen Grenze. Das ist ja einer der Gründe, warum Weißrussland jetzt Atomwaffen hat. Haben wir gar nicht als Thema. Die Russen haben ja ihre Atomwaffen nach Weißrussland verlegt teilweise. Eben aus dem Grund, weil die ständig an der polnischen Grenze Manöver fahren und da Truppen zusammenziehen. Und Lukaschenko gesagt hat, das sieht aus wie ein Angriff. Und der hat bei Putin gebettelt und jetzt haben sie taktische Atomwaffen nach Weißrussland gestellt, damit die Polen nicht auf dumme Ideen kommen. Also darum, das ist nicht neu. Also es gibt es ständig und Air Defender ist jetzt keine große Ausnahme. Und während du gleich antwortest, esse ich noch meine letzten 2 Gummibärchen, weil du so schnell mit der Einleitung fertig warst. Kein Problem. Ich hole auch nochmal aus. Ich habe vorhin eine Schlagzeile gesehen, haben wir jetzt auch nicht besprochen, dass die NATO plant, war es jetzt Lettland oder Litauen? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwo in den baltischen Staaten eine NATO-Streitkraft von 300.000 dauerhaft aufzustellen. Ist das ein Gerücht? Ist das schon angekommen bei dir? Das habe ich auch. Die habe ich auch als Kurzmeldung auf dem Antispiegel gebracht. Wo die hin soll, weiß noch keiner so genau. Also da steht generell, sie wollen 300.000 Soldaten in Europa aufstellen. Wohl zusätzlich. Das soll warum du auf den Baltenstaat kommst, das soll jetzt beschlossen werden, wohl auf dem NATO-Gipfel in Vilnius. Und das ist ja Baltenstaat. Also, wo sie die 300.000 Mann hinstellen, wissen sie wohl auch nicht genau. Werden gut verteilt, aber in jedem Fall 300.000, ja. Halleluja. Warum? Das Air Defender-Manöver ist jetzt für die Russen Routine. Die NATO macht ständig so einen Blödsinn. Dann lass uns gleich mal einsteigen, was du alles so zusammengetragen hast in den letzten 2 Wochen wieder. Allerhand los, wirklich. Also ich habe es vorhin gerade gesagt, ukrainische Offensive ist direkt nach unserer letzten Sendung mehr oder weniger angegangen. Wir sind jetzt in der 2. Woche. Dazu hat sich Putin in einem langen Statement geäußert. Das ist Titel des 1. Artikels, Putin im O-Ton über diese Offensive. Was ist denn jetzt seitens des russischen Präsidenten dazu gesagt worden? Das war eine Veranstaltung, ich war überrascht, dass es gezeigt wurde, das Video. Das war eine Veranstaltung
Putin hat sich mit Kriegskorrespondenten getroffen. Das macht er öfters, aber meistens läuft das so hinter den Kulissen. Man weiß, dass es passiert, man weiß auch, wer da war. Aber bisher gab es davon nie Fernsehbilder. Kurz Frage, Kriegskorrespondenten. Ja, also von denen, das sind die direkt an der Front, von der Front berichten. Okay, ja. Es ist ja, wie gesagt, das ist ja eine russische Krankheit und wahrscheinlich nicht nur russisch, das wird es in allen Ländern irgendwie geben, dass wenn Meldungen nach oben gegeben werden zum Chef, dass man die schönt. So, und Putin ist schon sehr früh während der ganzen Ukraine-Geschichte dazu übergegangen, dass er sich die Kriegskorrespondenten geholt hat, damit die ihm erzählen, was los ist, dass er auch einen Eindruck von ganz vorne bekommt. Und inzwischen ist es auch bekannt, also er ruft auch direkt an der Front an. Der ruft irgendwelche Soldaten oder Kommandeure an der Front an und fragt, wie ist bei euch? Um eben wirklich ein Gefühl zu kriegen, was da los ist. Und nicht diese Potemkin-Dörfer. Und nicht irgendwie nur die Berichte, ja. Und, ne, sondern er will auch von vorne. Das ist ja das Nervige an Putin. Also ich weiß das von Leuten, die früher mit ihm zu tun hatten, vor Jahren, als hier noch gebaut wurde, als deutsche Firmen hier noch gebaut wurden, Hochtief, Autobahnen, Brücken und so, also 10 Jahre her, die fanden das nie lustig, die Treffen mit Putin. Weil wenn die kamen und dann erklären wollten, warum diese oder jene Brücke langsamer gebaut wird als gedacht, dann sagten sie, im Westen kannst du den Leuten jeden Scheiß erzählen, aber Putin, der liest sich vorher ein. Mhm. Also die ganzen üblichen Ausreden funktionieren nicht, der weiß, was los ist. Und das ist eben auch hier, ne? Also der holt sich auch die Informationen direkt von vorne. Das heißt, das Verteidigungsministerium kann ihnen auch nicht jeden Blödsinn erzählen, den es erzählen will, um gut auszusehen. Und das war eben jetzt wieder so ein Treffen mit Kriegskorrespondenten und diesmal haben sie 2 Stunden davon im Fernsehen gezeigt. So, gab es bisher nicht in der Form. Ich habe einen, also einer, den ich kenne, der war auch da. Ich habe auch ein Foto noch gekriegt. Die haben hinterher mit Putin noch zusammengestanden. Da habe ich ein schickes Foto gekriegt. Locker gequatscht. Egal. Die haben ihn also ganz viel gefragt. Und ich habe da 4 Artikel übersetzt, die 4 in meinen Augen interessantesten Fragen und Antworten. Und da hat Putin eben, die erste Frage war gleich, ne, so jetzt läuft das Ganze über ein Jahr, hat sich jetzt irgendwas geändert an den Zielen und so weiter und so fort. Und da hat Putin eben gesagt, nee, Schluck auf, Scheiße. Da hat Putin eben gesagt, nee, hat sich nichts geändert. Letztendlich ist immer das Ziel das Gleiche. Wir wollen, ne, diese Denazifizierung und die Demilitarisierung. Er hat gesagt, läuft doch auch. Die sind ja schon demilitarisiert, wenn die westlichen Waffen nicht mehr wären, wäre da ja nichts mehr. Mhm. Also war ganz interessant. Also interessant war auch, was er über die roten Linien gesagt hat, weil dann einer gefragt hat, sag mal, ne, wir ziehen immer rote Linien so und dann geht der Westen drüber und irgendwie machen wir nichts. Und hat Putin gesagt, wieso? Ist die Militäroperation keine Antwort auf rote Linien? Ja, und hat er aufgezählt, was sie in letzter Zeit, also sie haben ja auch den ukrainischen Geheimdienst weggebombt. Das sind ja Sachen, die man normalerweise aus Höflichkeit nicht macht. Also das heißt, die Russen schlagen schon zurück, aber eben, wie er immer sagt, ne, die wollen uns provozieren dazu, dass wir auch anfangen, die Städte platt zu bomben, die Wohngebiete, das machen wir nicht. Wir wählen uns Ziele weiterhin genau aus und wir antworten, wo wir es nötig halten. Also so, war, wie gesagt, war interessant, das anzugucken, ist jetzt schwer wiederzugeben. Aber was ist denn seiner Meinung nach jetzt Stand der Dinge? Wie läuft diese Offensive, was hat er gesagt zum Fortkommen der russischen Streitkräfte? Müssen die Russen sich zurückziehen? Werden sie das zurückgeschlagen? Gibt es da Details oder hat er sich in allgemeinen Plätzen aufgehört? Nö, der war sehr detailliert. Also die Offensive läuft, das hat er schon vor ein paar Tagen gesagt, vor einer Woche so. Ne, ganz klar, er sagt, wir sehen, die strategischen Reserven sind jetzt an der Front, hat angefangen. Aber wie man sieht, ne, passiert ja nichts, die kommen nicht durch. Also Er hat gesagt, nach dem, was sie wissen, was sie zerschossen haben, haben sie 160 Panzer weggebombt. Wow. So, das ist natürlich nicht alles Westliche, ne? Da ist viel noch Sowjettechnik bei, die Ukraine noch im Lager hatte. Aber 160 Panzer sind da weg. Er sagt, bei den Russen 54, teilweise zu reparieren. Und er sagt, das ist nur das, was sie wissen. Wir haben ja, das gab ja auch die Meldung, einige Sammelpunkte und Munitionslager zerschossen. Was da drin ist, wissen wir gar nicht genau. Wir haben nur gesehen, das hat furchtbar geknallt. Mhm. Ja, also er sagt, wir wissen, 160 Panzer sind kaputt. Und was wir bei den Sammelstellen in den Lagern zerschossen haben, wissen wir nicht mehr.
Ich habe dieses Thema seit 2 Wochen auch ziemlich genau auf dem Schirm. Ich lese da jeden Tag und höre mir alles an, was es dazu gibt. Und meinem Kenntnisstand nach sind die Ukrainer bisher nur in die graue Zone vorgedrungen. Das heißt also, dieser Bereich 40 Kilometer vor den eigentlichen Verteidigungsanlagen, die sie da aufgebaut haben, die großen Drachenzähne, diese Beton, diese Panzerbarrikaden, die richtig befestigten Verteidigungsanlagen sind noch gar nicht tangiert worden, sondern das ist alles im vorgelagerten Raum, auch die sogenannte Grey Zone, die graue Zone. Und die Verluste der Ukrainer belaufen sich zwischen 7.000 und 8.000 Personen, Soldaten und das, was du eben gesagt hast, Panzer, hunderte von Schützenpanzern, Artilleriesysteme, selbstfahrende Lafetten und so weiter und so fort. Also wenn das alles schon passiert im vorgelagerten Raum, vor der eigentlichen, richtig befestigten Linie, dann heißt es ja eigentlich in meinem militärischen Laienverständnis, dass die Ukrainer gar keine Chance haben, auch jemals da irgendwie durchzubrechen, oder? Natürlich nicht. Das war ja, ich weiß nicht, ob wir das hier schon hatten. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Interviews gegeben. Aber die Offensive ist eine politische Offensive. Also kein Militär auf der ukrainischen Seite hätte die Befehl zum Angriff gegeben, wenn nicht der Westen gesagt hätte, mach. Der Westen will sehen, will Erfolge sehen, der will sehen, ne, die ganzen bald über 100 Milliarden, die da reingeflossen sind in die Ukraine, die müssen das ja irgendwie verkaufen, auch ihren Wählern, und sagen, guck mal, das hat was gebracht. Und die wollten Erfolge sehen, aber sie können keine zeigen, weil die Russen die Luftüberlegenheit haben. Das wird ja im Westen so gerne klein geredet, aber die Russen haben die Luftüberlegenheit. Da fahren die Panzer irgendwie Richtung Front in der Kolonne, haben keine vernünftige Luftabwehr dabei, und die Russen sehen die Dinger und schießen die weg. Ja, und vor allem, die fahren in ein Minengebiet rein. Das heißt, die Russen suchen sich das vorderste Fahrzeug der Kolonne aus, und die dahinter fahren, die können sich jetzt überlegen, bleiben sie stehen oder fahren sie drumherum und fahren selber nochmal ins Minengebiet rein. Und es gibt ja diese Fotos und Filme mittlerweile von regelrechten Haufen von zerschossenen Fahrzeugen, wo dann immer gleich so 10, 12 Fahrzeuge zerstört da liegen, teilweise sogar noch mit laufendem Motor von den Russen in Beschlag genommen werden. Wie sieht es denn aus mit der deutschen Panzerwaffe, die da jetzt auch schon recht deutlich dezimiert worden zu scheinen scheint? Ja, was soll es aussehen? Werden abgeschossen. Also wie die Russen sagen, die brennen auch gut. Das ist der russische Spruch dazu. Es ist sinnlos, was da passiert. Es ist völlig sinnlos. Und wie gesagt, ich bin ja kein Anti-Ukrainer. Mir tun die Menschen da leid. Ich kenne da Leute. Ich habe ja nur ein Problem mit dieser Regierung, die da rumläuft. Es ist einfach eine Katastrophe. Letztendlich, also die Ukrainer werden sinnlos in den Tod geheizt, weil ohne Luftüberlegenheit werden sie vor der Front abgeschossen. Wo sie an der Front nach vorne gehen, rennen sie in die Minenfelder. Letztendlich bestätigt das genau das, was die Analysten und Kommentatoren, die das Bild objektiv beurteilen können, gesagt haben die letzten Monate auch, dass diese ganzen Fahrzeuge des Westens, Abrams sind jetzt gar nicht da, aber die französischen Radpanzer, die deutschen Leopards, die englischen Challenger und so weiter, dass die alle nicht dieses Momentum bringen werden, dass da eine Offensive überhaupt nur Erfolg hat. Also die sind so aufwendig in der Wartung, die sind auch nicht so... Nicht nur das, darum geht es ja gar nicht. Wenn du die ohne Luftabwehr losschickst, dann müsste jetzt mit so einer Panzerkolonne müsste eine mobile Luftabwehr mitfahren. So, damit sie das, was da ankommt, abschießen kann. Aber also wenn die ohne Luftabwehr fahren, dann kommt irgendein russischer Hubschrauber, sieht die Dinger und haut die weg. Mhm. Ja, also für so eine Offensive brauchst du nicht nur Panzer, du brauchst die Luftabwehr dazu, du musst die nötige Infanterie haben, die dahinter läuft, du brauchst die Luftüberlegenheit oder zumindest so viel, dass der andere da nicht frei rumfliegen kann. Das ist alles nicht gegeben. Die rennen da rum auf dem Präsentierteller. Es ist militärisch völliger Blödsinn, es ist politisch. Wer kommt als erstes zur Erkenntnis? Sind es die ukrainischen Soldaten, sprich auch die Führungsebene, die das irgendwann beenden wird? Oder wird es der Westen selber sein? Was denkst du, was da ist kommen plausibler? Wir noch. Lass uns mal weitergehen, genau da kommen wir noch hin. Lass uns mal weitergehen, weil da springst du vor. Okay, anderes Schwerpunktthema, das auch in den letzten 2 Wochen für viele Schlagzeilen gesorgt hat, die Sprengung des Kachowka-Staudamms. Nämlich kurz nachdem wir die letzte Sendung hatten, ist es passiert. Wer es auch immer gemacht hat, ist bis jetzt nicht bekannt. Also man schiebt sich wie gewohnt gegenseitig den schwarzen Peter zu. Jeder hat Vorteile, jeder hat aber auch massive Nachteile. Es gibt Stimmen, die sagen, das könnten auch einfach nur Terroristen gewesen sein, die das Ding gesprengt haben. Also sprich, Terroristen, die
nicht im Sinne Kiews arbeiten, sondern die das Ganze eskalieren wollen. Warum nicht? Also es können ja auch Einzelne gewesen sein, ne? Nein, das Ding von der russischen Kontrolle, wenn du da drauf, wenn du sprengen willst, musst du da eine Rakete haben und oder von mir aus auch unter Wasser irgendeine Drohne. Nee, da kommt schon irgendein Terrorist, der sich das in der Garage bastelt. Das muss schon eine Kiewer Artillerieeinheit gewesen sein. Thomas, so abwegig ist das nicht. Kampfschwimmer haben dazu die technischen Möglichkeiten. Ja, die Kampfschwimmer, die müssen aber auch irgendwie von irgendwem noch einen Befehl kriegen und die müssen das in der Gruppe machen und die können nicht eben sagen, ich gehe mal eben raus in Urlaub und gehe mal ein bisschen schwimmen und dann sind sie den Tag weg und dann kommen sie wieder. Nee, komm. Ich finde es gar nicht so abwegig. Ich bin von so einem kontaktiert worden. Ja? Also jemand, der mit Kampfschwimmer-Erfahrung Dinge gesagt hat, das wäre also technisch, wäre das überhaupt kein Problem, das umzusetzen. Technisch ist das kein Ding. Aber das kann nicht, das machen nicht irgendwelche Hobbyleute im Frontgebiet, wo 80.000 Checkpoints sind, bevor du da hinkommst. Das geht nicht ohne die Armee. Du kannst ja nicht hinfahren. Da sind Checkpoints überall. Da musst du zeigen, wer du bist und irgendwo ist Schluss. Da sagen, hier ist Front, nee, hier kommst du nicht durch. Das muss mit der Armee sein. Sowas kannst du da nicht ohne Armee machen. Du kommst ohne einen grünen Schein von der Armee auf keiner Seite an die Frontlinie. Und wenn du hinschwimmst? Da musst du erstmal hinkommen. Auch der See ist Frontlinie. Das Südufer haben die Russen, das andere Ufer die Ukrainer. Das ist Frontlinie. Wer auch immer das in die Luft geblasen hat, hat natürlich erstmal eine riesige ökologische Katastrophe ausgelöst. Ja? Also alleine die ganze Fauna des Sees, die ganzen Fische, die sind alle verendet, mehr oder weniger, oder weggespült worden. Ökologisch natürlich auch ein Desaster, weil viele Umweltgifte natürlich da dann von den Tanks aus den Wohnungen, Öltanks, was weiß ich alles. Großes Desaster. Was bedeutet das für die Anwohner vor Ort und auch für die Anwohner auf der Krim, die ja durch diesen See auch mehr oder weniger mit Süßwasser versorgt wurden? Ja gut, also erstmal will ich nochmal sagen, also du bist natürlich heute sehr vorsichtig im Formulieren, ich nicht. Für mich ist klar, wer das Ding gesprengt hat. Ich war im Mai letztes Jahr da, da war das Ding intakt. Da bin ich natürlich das Kraftwerk geführt worden, habe die ganzen Turbinen und alles gesehen, sogar mit dem Direktor gesprochen. Und ich war im September nochmal da und da war der Damm schon zerschossen. So, die Ukraine hat im September also schon kräftig auf den Damm draufgehalten, mit HIMARS-Raketen, allem drum und dran. Das kannst du auch sehen. Ein Artikel weiter zum Beispiel, siehst du den Artikel, wo ich über den Artikel aus der Washington Post berichtet habe. Ende Dezember schon hat die Washington Post, und das ist meines Wissens keine russische Propagandazeitung, berichtet, dass die Ukrainer diesen Staudamm beschießen, und zwar konkret austesten, kriegen sie ihn kaputt, indem sie zum Beispiel in die Schleusen reinhalten mit der HIMARS, das trifft ja auf den Meter genau, und so weiter. Also die Schuldfrage ist für mich relativ klar, weil die Russen saßen auf dem Damm. Er wurde beschossen, das weiß ich aus erster Hand, weil ich da war. Dann kommt hinzu, dass das linke Ufer, wo die Russen sitzen, tiefer liegt. Das heißt, die ganze Überflutung hat die Russen getroffen, die Ukrainer kaum. Das rechte Ufer liegt höher. Kurz Frage, Verständnisfrage, links in Flussrichtung, ja? Weil da immer Norden, Süden, das je nachdem, nach Flussverlauf. Links ist immer Flussrichtung. Also genau, linkes Ufer sitzen die Russen. Ja. Und nun ist das Problem, dass selbst wenn jetzt die Sache unterm Strich relativ glimpflich abgegangen. Es gab ja jetzt nicht so viele Tote. Für die Russen ist es trotzdem schlimm, weil ihre ganzen Verteidigungsanlagen weggeschwemmt wurden. Oder zumindest beschädigt. Also das heißt, wenn man sagt, die Russen waren es, dann müssten die Russen genau am Beginn der ukrainischen Offensive ihre eigenen Verteidigungsanlagen kaputt machen. Das klingt logisch. Sehr sinnvoll, ja. So, und dann gibt es irgendwelche anderen Spezialisten, die sagen, ja, aber die Russen haben damit den Flussübergang verhindert, also ne, mit der Sprengung, weil jetzt das Wasser so hoch ist. Ja, diese Leute zeigen wieder mal, dass sie keine Ahnung haben, weil so ein Stausee ist in 3-4 Tagen ausgelaufen, dann ist der Wasserstand wieder normal. Also das heißt, die Behinderung des ukrainischen Militärs im Fall einer Offensive hat 3-4 Tage gedauert. Und wenn das alles trocknet, dann fahren die rüber. Wenn sie wollen. Ob sie es wollen, weiß ich nicht. Aber sie könnten es versuchen. Und die Russen haben ja jetzt gerade beschädigte Verteidigungsanlagen. Wer profitiert? Die Litauer. Die Australier. Die Pinguine. Ja. Nein, also ne, so. Von daher, für mich ist relativ klar, wer es war. Die Schuldzuweisung in Berlin war natürlich auch gleich von Anfang an klar. Da gibt es nur einen Universalschuldigen, Puttler. Die Berliner sind geil. Das Weiße Haus hat nämlich gesagt, wir wissen nichts, wir können nichts dazu sagen. Berlin ist da weiter. Berlin ist dichter dran. Mhm. Aber was heißt das dann konkret auch für die russischen Verteidigungsanlagen? Müssen die das jetzt ruckzuck wieder aufbauen? Das kann man ja auch nicht innerhalb von 2 Wochen machen. Ich bin nicht vor Ort, weiß ich nicht. Also sicherlich, es ist nicht schön, die werden es irgendwie wieder aufbauen.
Ich habe im Gespräch mit jemandem jetzt gehört, also im Grunde würden sie sich freuen, wenn die Ukrainer jetzt versuchen rüberzukommen, weil sie wohl, weil die Russen anscheinend in Herson trotzdem ganz gut stehen. Dann sagten, wäre schön, wenn sie es versuchen, dann kriegen sie einen auf die Mütze. Ich weiß es nicht. Müssen wir abwarten. Ich habe den Artikel eingeblendet, gerade die Ereignisse der letzten 3 Tage. Der ist vom 12. Juni, Lage am Staudamm. Wir sehen da ein Bild von dem Wasser. Ist es jetzt schon zurückgegangen oder bleibt es ja, jetzt das, fließt, so? Das Wasser fließt schon wieder ab. Aber die Wohnungen sind natürlich kaputt. Ne? Alles, alle, was alles ja, vollgelaufen ist. Natürlich, alles Wasserschaden. Also. Mhm. Also war auch irgendwie so surreal. Ne? Also ich bin ja da, wie gesagt, im September durch 4 Tage im Gebiet unterwegs gewesen. Und das ist schon fies, wenn du da siehst, ne, so das Stadtzentrum irgendwo, in dem Café habe ich gesessen, da läuft gerade das Wasser rein, so hast du, ne, kommen die Bilder im Fernsehen, blöd. Also ja, aber gut, die Geschichte hier ist spannend, weil das ist wieder so eine Geschichte, die im Westen nicht berichtet wurde, in den westlichen Medien kaum. Die Ukraine hat wieder versucht, ein russisches Schiff anzugreifen. Die haben dazu irgendwelche Drohnen, wahrscheinlich aus Großbritannien, also Schnellbootdrohnen, unbemannte Boote, mit denen sie versuchen, russische Kriegsschiffe anzugreifen. Bisher ist den Russen immer gelungen, die Dinger abzuschießen, bevor sie ankamen. Und dieses Schiff hat bewacht die Schwarzmeer-Pipelines. Turkish Stream und South Pipe, oder wie heißt die andere, glaube ich. Also, ne, wo das Gas aus Russland in die Türkei fließt. Da versucht die Ukraine nämlich auch ranzukommen, Nord Stream-mäßig. Und greift die Schiffe an, die diese Pipelines bewachen. Und jetzt kommt der Witz. Wenn diese Drohnen, diese Schnellbootdrohnen, die Schiffe angreifen, ist immer aus irgendeinem Grund gerade eine amerikanische Aufklärungsdrohne in der Luft. Klar. Ein Schelm, wer da Zusammenhänge sieht. Eine Reaper, oder? So eine genau. Ja. Und die bringt die Echtzeitinformationen von allen Könnte man jetzt annehmen, oder? Ja. Ja, das wissen wir ja eigentlich auch schon lange, dass die Amerikaner die gesamte Intel bringen, also die gesamte nachrichtendienstliche Lage, die ganze Gefechtsfeldüberwachung, Truppenaufmarsch und so weiter, die sind, ja. Das sagen sie oft. Aber der Angriff wurde abgewehrt von diesen... Ja. Okay. Aber es ist eben, ne, wieder der Punkt, Kriegsbeteiligung. Darum geht's. Also, dass die Russen sagen, wir sind im Krieg mit dem Westen, kannst du den Russen nicht übel nehmen bei solchen Aktionen. Hat Xi Jinping neulich auch gesagt. So nach dem Motto, 50 Länder kämpfen gegen Russland und so wie es ausschaut, gewinnt Russland momentan. Das ist ja der Punkt. Da kommen wir gar nicht drauf. Das ist der Punkt. Zurück zur Großoffensive. Ich habe neulich bei Douglas MacGregor reingehört. Colonel MacGregor, auch ein sehr kundiger Mensch, der sich offen artikuliert diesbezüglich. Der nennt auch Ross und Reiter. Und der hat in einem kurzen Statement neulich gesagt, dass also die Ukrainer jetzt, abgesehen von diesen Probing Units, also diejenigen, die Frontabschnitte durchstochern und sozusagen herausfinden wollen, wo geht es am besten lang, dass im Hintergrund viel Material herangezogen wird. Und er geht davon aus, dass wir in den nächsten Wochen die größte Panzerschlacht oder die größte Materialschlacht erleben könnten seit dem Zweiten Weltkrieg. Also dass da wirklich jetzt alles zusammengezogen wird, um jetzt auch wirklich nicht nur einzelne Nadelstiche da vorne zu machen, sondern dass es da richtig los Robert, wollte. Du galoppierst immer vor. Lass uns noch kurz die Ammoniak-Pipeline machen. Wir kommen auf das Thema gleich ganz groß. Ja, ich habe es aber jetzt gerade so auf dem Schirm, weil ich verfolge das natürlich auch. Und wenn ich höre, die größte Schlacht seit dem Zweiten Weltkrieg, da ja, Robert, aber bei mir alle. Lass uns kurz die Ammoniak. Wir kommen gleich auf die Leoparden und dann auch auf das, was alles bedeutet. Wir kommen danach zur Ammoniak-Pipeline nicht zurück. Ach so, du willst die Pipeline noch dazu machen jetzt. Ja, dann haben wir, ja, weil, liebe Zuschauer, so läuft das immer ab, wenn wir die Sendung machen, dass wir Themen haben. Und manchmal ist der Robert so heiß auf ein Thema, dass er zwei überspringt. Wir wissen nicht, wo wir sie hinbauen. Also, ich sag's kurz und dann kannst du das nochmal machen, weil dann sind wir da. Es gibt etwas, was auch im Westen kaum gemeldet wurde. Und zwar gibt es eine riesen Ammoniak-Pipeline, die aus Taljati, aus Russland, Ammoniak nach Odessa bringt. Ammoniak ist wozu? Dünger. Düngerherstellung, ja. Und die haben die Ukraine natürlich abgeschaltet, als letztes Jahr losging. Wer hat das abgeschaltet? Die Ukrainer. Okay. Na, haben Hahn zugedreht, so nach dem Motto, wir helfen noch nicht beim Export von russischem Ammoniak. Okay, jetzt haben wir ein Getreideabkommen. Ne? Wir erinnern uns, Getreideabkommen, böse, böse Russen, ne? Blockieren das Schwarze Meer, die Ukrainer können die Getreide nicht exportieren, alle in Afrika verhungern, Russland ist schuld. Wir wissen ja inzwischen, dass das nicht so ist, dass Getreideabkommen gibt es, das Getreide geht nicht nach Afrika, sondern nach Europa und China. Aber es geht bei der Sache auch um Düngemittel.
Ein Teil des Abkommens ist nämlich auch, dass die Russen ihre Düngemittel, Russland und Weißrussland sind die großen Düngemittelproduzenten der Welt, wieder verkaufen können. So, und Russland droht jetzt, das Getreideabkommen fallen zu lassen, weil eben der Teil nicht funktioniert. Die Sanktionen, die den russischen Export behindern, Banken, Häfen, Logistik, die werden nicht aufgehoben. Das heißt, dieser Teil des Abkommens wird nicht eingehalten. Jetzt haben die Russen gesagt, wir werden das Ding nicht mehr weiter verlängern. Und just in dem Augenblick, wo die Russen auch nochmal gesagt haben, und übrigens, die Ammoniak-Pipeline muss auch freigegeben werden, die ist nämlich Teil davon, dass wir unseren Krempel, unser, ne, Düngemittel exportieren können. Fliegt sie in die Luft. Genau. Genau. So, Und jetzt hat auch Kiew das Ding geregelt. Nord Stream-mäßig dauerhaft kaputt, also auch irreparabel. Ja, nee, das kann man machen, ist ja auch über Land, das ist jetzt nicht so, haben gesagt, Reparaturzeit wäre wahrscheinlich 3 Wochen, egal, könnte man machen. Läuft über Land, ist einfacher als da auf 80 Meter Tiefe in der Ostsee, aber auch hier wieder, ne? Kiew schafft Fakten. So, und wer benutzt jetzt nochmal den Hunger als Waffe? Die Russen, die ihr Düngemittel und ihr Getreide exportieren wollen, oder die Ukrainer, die es verhindern?